Phobien sind weit verbreitet, Ängste sind weit verbreitet und ich hoffe, dass du keine hast. Solltest du aber Ängste haben, nun, dann werde ich dir heute in dem Video kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert und warum dich eine Angst der Erfolg kosten kann und wie du dich dafür schützen und befreien kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und zu uns kommen jedes Jahr Hunderte von Menschen, die sich selbstständig machen wollen oder wachsen wollen, sich zu neuen Ufern aufmachen und nicht selten auch Ängste dabei haben und dadurch limitiert und blockiert werden. Die Angst, nun, das ist der Feind, der Tod deines Erfolges. Und ich werde dir heute einen kleinen Einblick geben, wie das funktioniert anhand eines Modells, damit du verstehst, wie das in dir drin funktioniert und du auch Schritte an die Hand bekommst, Maßnahmen in die Hand bekommst, die du gehen kannst, die du umsetzen kannst, um dich zu befreien. Es gibt auf der einen Seite, was dich antreibt, morgens aufzustehen. Kann es sein, dass es die Hinzumotivation, die Appetenz ist, dass du etwas aus Freude tust, im besten Fall aus Liebe. Denn Liebe hat die Aufgabe oder die Energie, andere Menschen daran zu fördern, dass sie in ihrem Leben weiterkommen, dass es ihnen besser geht, dass sie leben, dass sie existent sind. Und die andere Seite, nun, da geht es in den Bereich deines Selbstschutzes. Diese Antriebsenergie, nun, die nennt man Aversion. Und das wird ausgelöst, diese Weg von, diese Kampfenergie, wird ausgelöst unter anderem durch Ängste. Im schlimmsten Fall durch Furcht und durch Panik. Und je nachdem, was dich wie hier antreibt und motiviert, kommst du in dem Bereich in deinen Flow. Das bedeutet dein Wissen, deine Fähigkeiten, alles, was du erlernt hast. Das setzt du in einen Zustand fast schon von Euphorie frei. Du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht und du bist höchstgradig kreativ und leistungsfähig. Auf der anderen Seite ist es jedoch so, wenn du hier aus Furcht oder mit Ängsten angetrieben wirst, dann kommst du in eine sogenannte Alarmreaktion. Was bedeutet nun Alarmreaktion? Nun, du hast hier einen Trigger, da schreibe ich einfach mal den Buchstaben T rein. Eine Angst, eine Furcht und schon fängt dein Körper an, in einen Verteidigungsmodus, einen Kampfmodus zu wechseln. Du wirst eine Art kleiner Terminator und bist in einer Alarmreaktion und die ist hauptsächlich physiologisch motiviert und aktiviert. Du kriegst also Kräfte und dein Schmerzempfinden geht runter, die Muskeln werden besser versorgt. Das Problem ist nur in dieser Alarmreaktion, dass deine geistigen Fähigkeiten, deine Kreativität, das, was du hier im Flow erlebst, dass diese geistigen kreativen Fähigkeiten, dass die antiproportional abbauen. Das erlebst du im schlimmsten Fall in der Prüfungssituation, wo die Prüfer alle vor dir sitzen, du hast nächtelang gelernt und dann kommt sie, die Frage. Und diese Frage wirkt vielleicht, weil du in der Angst dort die Prüfung aufgesucht hast, auf dich wie ein Trigger. Und dieser Trigger löst dann diese Alarmreaktion aus. Und das, was du dann hast, das ist dann ein sogenanntes Blackout. Das ist also die schlimmste Form, die dich konfrontieren kann. Dein gesamter Neokortex, dein Wissen, deine Fähigkeiten, alles ist abgeschaltet und du hast keinen Zugriff mehr drauf. Und im schlimmsten Fall machst du noch etwas. Du handelst aus Affekt, was du vielleicht gar nicht wolltest und auch hinterher bereust. Zusammengefasst ist also die Angst ein Zustand, der deine physiologische Leistungsfähigkeit aktiviert. Du wirst ein Terminator, eine Kampfmaschine, aber deine geistigen Fähigkeiten, nun, die schalten sich ab, deine Kreativität macht eine Talfahrt. Und in der Situation, gute Businesspläne, gute Gespräche zu führen, gute Ideen zu entwickeln und die umzusetzen, motiviert mit anderen Verkaufsgespräche versuchen zu überzeugen, nun, das alles funktioniert dann nicht mehr. Was kannst du nun tun, damit du diesen linken Bereich der Ängste und diese Alarmreaktion vermeiden kannst und mehrheitlich im Flow lebst? Nun, das ist relativ simpel, wenn du dieses Modell dir anguckst. Denn all deine Fähigkeiten und dein Wissen ist als Haus auf einem Fundament aufgebaut. Und dieses Fundament, das hat 11 Bausteine, 11 psychologische Bausteine. Und wenn du sicherstellst, dass diese Bausteine als Bedürfnis gefüllt sind, erfüllt sind, beispielsweise bei mir ist es, dass ich viel Zeit für mich alleine nehme. Weiteres Bedürfnis für mich ist beispielsweise, dass ich die Möglichkeit habe, die Pläne, in denen ich arbeite, selbst zu bauen. Dass ich viel Abwechslung habe, dass ich mir eine Tätigkeit suche, wo ich auch belohnt werde, wo Anerkennung möglich ist und dass ich vor allen Dingen auch im Team zusammenarbeiten kann, wo wir gemeinschaftliche Werte nachverfolgen. Das sind einige von 11 Bedürfnissen und wenn diese alle voll sind, wenn du es also schaffst, deine Bedürfnistanks alle voll zu halten, nun, dann ist es schwer, dass du im Bereich der Angst und des Stresses kommst und die Alarmreaktion auslöst. Sind aber hier diese Bedürfnistanks leer, dann fällst du in die sogenannte Stressreaktion noch viel leichter rein und du handelst aus der Angst. Was kannst du nun tun, um die Angst zu vermeiden? Nun, letztendlich sind das nur zwei Dinge. Der erste Punkt ist,
Erforsche dich selbst, was deine Bedürfnisse sind. Und hierfür gibt es einen guten Test, der sogenannte Birkmann-Test, auf der Webseite www.birkmann.info. Da findest du einen Test, der dir deine Bedürfnisse zeigt. Das Zweite, was du aber machen kannst, du kannst erforschen, was diese Träger sind, die bei dir Ängste und Stressreaktionen auslösen. Und du kannst diese auf ein Papierzettel schreiben und dann mit einem Coach, mit einem Berater durchgehen, ob die wirklich zweckmäßig sind, ob die realistisch sind oder ob sie überhaupt von dir sind. Denn wenn du Angst hast vor Spinnen oder vom Autofahren oder vom Finanzamt oder von Steuererklärung oder vor Prüfungen oder vor was auch immer, dann sind die Ängste in der Regel nur dann berechtigt, wenn sie den Zweck haben, dein Leben zu beschützen, dich am Leben zu erhalten. Und zu dieser Frage lade ich dich einfach ein. Ist es wirklich die Wahrheit, dass das, wovor du Angst hast, dein Leben gefährdet? Und kommst du zu einem Nein, dann kannst du dich dagegen entscheiden. Da kannst du dich desensibilisieren. So wie du also konditioniert wurdest, diese Ängste zu haben, so kannst du dich auch wieder umkonditionieren. Denn diese Ängste hast du in der Regel erlernt. Und alles, was du erlernt hast, kannst du verlernen. Und das geht am besten mit einem Profi, mit einem Coach, mit einem Berater. Zusammengefasst hast du also zwei Aufgaben für dich, die alle damit zusammenhängen, dich selbst besser kennenzulernen, dich zu erforschen. Einerseits, was deine Bedürfnisse sind. Andererseits, wo hast du deine Ängste erlernt und sind die berechtigt? Und richtig ist es, dass du Angst haben solltest, aus einem fahrenden Zug zu springen oder auf einem Bahngleis zu gehen, wo der Zug heran naht, denn das bringt dich tatsächlich in Lebensgefahr. Nun, alles andere an Ängsten und Phobien sind meistens überflüssig. In deiner Welt noch nicht, aber mit einem Berater, mit einem Coach, der dich da durchführt, kannst du deine Phobien und Ängste allesamt loswerden, denn du hast sie erlernt und kannst sie verlernen. Und brauchst du dazu Hilfe auch von unseren Coaches und Beratern, die nicht nur auf Business spezialisiert sind, sondern auch auf die Unternehmerpersönlichkeit. So können wir dir helfen, die Angst zu überwinden, Menschen zu kontaktieren, Angst zu überwinden, Menschen anzurufen, die Angst zu überwinden, sich in Vordergrund zu stellen, Reden zu halten, einfach auf andere Menschen zuzugehen. Dann kannst du jetzt gerne unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Gerne aber lade ich dich jetzt auch ein, unseren Kanal zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir eine angstfreie Zukunft. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.